Guten Morgen! Eine neue Folge der Gewürze der Welt. Die gesamte Playlist, die natürlich immer weiter anwachsen wird, findet ihr oben in den Infokarten. Heute der Knoblauch. Der Knoblauch, wie man unschwer erkennt, gehört zu der Familie der Zwiebelgewächse, ist mehrjährig und eine oberirdisch krautige Pflanze. Die Pflanzen werden ca. einen halben Meter, also können 30 cm, können auch 70 cm, 90 cm werden, aber ca. einen halben Meter hoch. Und an den Enden der in der Mitte herauswachsenden Stängel bilden sich mehrere weiße oder rosane Blüten. Aus diesen Blüten entwickeln sich später Brutzwiebeln. Wenn die Blüten fruchten, also die Brutzwiebeln sich entwickelt haben, stirbt die Hauptzwiebel im Boden ab. Aber da im Boden gebildete Tochterzähne auch existieren, können diese ebenfalls für die Vermehrung genutzt werden. Also entweder aus dem Samen der oberirdischen Brutzwiebel, wie bei der normalen Zwiebel, oder eben auch aus den im Boden befindlichen Tochterzwiebeln kann man Knoblauch, so denn man möchte, selber kultivieren. So eine gekaufte Knoblauchknolle besteht, wie die meisten wissen, die schon frischen Knoblauch zubereitet haben, eben aus dieser Hauptzähne in der Mitte und 5 bis 20 Tochterzehen, die diese Mittelzehe, diese Hauptzehe umgeben. Diese Zehen sind jeweils auch immer wieder von einer dünnen Haut umgeben, die man vor dem Verzehr idealerweise ablöst. Wie man das macht, sollte mittlerweile zu fast jedem durchgedrungen sein, der aktiver YouTube-Nutzer ist. Einfach hinlegen, mit einem Messer drauf oder mit der Faust draufdrücken, dass es sozusagen zerplatzt und dann einfach ablösen. Also ihr müsst das nicht irgendwie schälen oder sowas, ne? Seinen Ursprung hat der Knoblauch wie so viele Pflanzen in Zentralasien, ist aber heutzutage weltweit verbreitet. Die bedeutendsten Anbaugebiete liegen in China, Indien, Südkorea, Russland, USA, Ägypten und Südeuropa. Jährlich werden ca. 10 bis 20 Tonnen Knoblauch geerntet, weltweit. Ich glaube derzeit oder letztes Jahr waren es 16 Tonnen. Aber erschieß mich, ich weiß es nicht genau, ich glaube 16 waren es letztes Jahr. Das erscheint übrigens gar nicht so viel, ne? 16 Tonnen weltweit, aber so ist es. Die Geschichte von Knoblauch ist sehr alt. Ein exaktes Datum oder eine Zeit, wann er erstmalig irgendwie gesichtet wurde, existiert nicht. Leider ist, weil er so alt ist wahrscheinlich auch, die ursprüngliche Wildform des Knoblauchs komplett ausgestorben und man hat heutzutage nur noch die Züchtung zur Verfügung. Nach Europa kam der Knoblauch vor ca. 5000 Jahren. Insbesondere die alten Römer haben den Knoblauch kultiviert und bekannt gemacht und auch als, nicht nur als Gewürz, sondern auch als Heilpflanze endgültig in Europa etabliert. Interessant ist auch die Ernte des Knoblauchs. Sie werden in einem ersten Schritt einfach aus der Erde gezogen und dann einfach an Ort und Stelle liegen gelassen, sodass sie dann in der Sonne trocknen können. Erst dann, wenn sie trocken sind, werden sie dann aufgesammelt und meist zu sogenannten Knoblauchzöpfen verflochten. Neben dem Verkauf der getrockneten Knolle wird Knoblauch auch als Granulat, als Pulver oder als Flocken verkauft. Dazu wird er im Endeffekt entwässert. Vom Geschmack wird Knoblauch sehr oft als scharf wahrgenommen. Auf jeden Fall hat er einen sehr charakteristischen, aromatischen, würzigen Geschmack, der die Menschen polarisiert. Ich glaube, so weit kann man gehen. Gerade weil die typische Knoblauchfahne in unseren Breitengraden als unangenehm wahrgenommen wird, da sie nicht den konditionierten, glattgebügelten und gesellschaftskonformen Menschen entspricht, der nach nichts riecht, nichts aussagt und einfach seine Rolle im System der Gesellschaft spielt. Für diese markante Würze des Knoblauchs sind größtenteils die schwefelhaltigen Verbindungen der ätherischen Öle wie Allin und dessen Abbauprodukt Allicin verantwortlich und dessen Abbauprodukt, da kommen wir gleich dazu. Der Abbau des an sich geruchslosen Allin beginnt aber erst dann, wenn das Gewebe verletzt wird, wie es zum Beispiel dann eben beim Schneiden, beim Drücken oder beim Pressen der Fall ist. Dann entsteht aus dem Allin das Allicin. Aus diesem Allicin entstehen dann die für den charakteristischen Geruch zuständigen Dialyldisulfide und Dialylterasulfide. Diese Stoffe sind dann auch die, wenn sie in größeren Mengen zu sich genommen werden, die dann als Duftstoffe durch die Haut abgegeben werden können. Aber in normaler Menge kommt es eigentlich nur schon zu der angesprochenen Knoblauchfahne, also der Aromatisierung der Ausatemluft. Neben der Nutzung als Gewürzmittel in der Küche, wo man Knoblauch eigentlich als Universalgewürz zu jeder herzhaften Mahlzeit dazugeben kann, wird Knoblauch auch als Heilmittel eingesetzt. Knoblauch wirkt antibakteriell, das heißt, es wird als natürliches Antibiotikum bei bakteriellen Infektionen eingesetzt.
als auch zum Beispiel als Präventivmaßnahme gegen Thrombosebildung, die zum Beispiel bei der Einnahme der Anti-Babypille forciert wird. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, ganz interessant, da wird oben in den Infokarten fündig. Auch gilt es als bestätigt, dass Knoblauch antiarteriosklerotisch wirkt und ja, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Knoblauch das Gesamtcholesterinlevel senkt. Wer also noch nicht bei den in Bezug auf Herzkrankheiten und Arteriosklerose als ideal angenommenen unter 150 mg pro Deziliter Gesamtcholesterin angekommen ist, der sollte sich öfter für dieses natürliche Heilmittel entscheiden. Aus Tierversuchen geht weiterhin die Vermutung hervor, dass Knoblauch insbesondere gegen Darmkrebs vorbeugende Wirkung hat. Das wurde allerdings wissenschaftlich auf den Menschen bezogen noch nicht bestätigt. Knoblauch enthält auch natürliche Steroide und wurde daher auch als Pseudosexualhormon eingesetzt, um die Libido zu verstärken. Auch wenn es auf dem Papier Sinn macht, so wurde das noch in keiner Studie irgendwo bewiesen. Das finde ich nur als Vermutung und dass es die Leute eingesetzt haben, aber keine wissenschaftliche Bestätigung. Hinweise darauf finden sich vor allem im Mittelalter, wo ja weniger induktiv, sondern ganzheitlicher und empirischer vorgegangen wurde. Das wäre eigentlich mal wieder ein richtig guter Ansatz für ein Selbstexperiment. Einfach mal jeden Tag 2 Knollen Knoblauch reinziehen und schauen, wie sich die Libido verändert. Wird aufgeschrieben. Gut, das war der Knoblauch und ich hoffe, ihr hattet wieder Gefallen daran und konntet einige neue Dinge lernen. Wenn ihr bei YouTube registriert seid, dann könnt ihr auch dem Video einen Daumen nach oben geben und dafür sorgen, dass das Video dann höher gerankt wird und besser gefunden wird. Und damit tut ihr mir natürlich einen Gefallen. Und auch die Abonnierfunktion hier oben links, das könnt ihr nur nutzen, sozusagen wenn ihr bei YouTube registriert wird, dann wird bei euch dann in der Übersicht die neuesten Videos der Kanäle angezeigt, die ihr abonniert habt. Ja? Also, lohnt schon sich bei YouTube zu registrieren, zumindest wenn ihr die Leute unterstützen wollt, denen ihr manchmal zuhört, wenn ihr denn Lust habt. Schreibt mir doch mal eure Beziehung zu Knoblauch auf und wie ihr ihn verwendet. Ich bin jetzt auf jeden Fall total motiviert, direkt bei mir im Garten heute ein paar Knoblauchzehen in den Boden zu schmeißen. Es ist schon fast zu spät dafür, weil normalerweise sollte man im Herbst oder im Februar in den Boden schmeißen. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem reinschmeißen. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.